Ja, hallo Leute und damit willkommen zurück auf Creative Simon und zu einer weiteren Folge Command Block City. Heute leider ohne den René, das ist gleich vorab mal gesagt, denn ich habe mal wieder die Aufnahmezeiten verpeilt. Na gut, auf jeden Fall habe ich hier schon ein bisschen weitergemacht, wie ihr schon seht. Und zwar haben wir jetzt einen Command Block, gut, der sagt noch nichts, aber dieser hier, dieser ist nämlich der Command Block für unseren, ja, für unser Command Block Minecart, nicht unseren. Das wird an der Stelle hier vorne gespawnt, und zwar diese hier. Und hier soll dann ja unser erster Frame sein, so nennen wir das Ganze hier. Mit einem Klon-Command von hier im Moment, diesen ganzen Stone-Bereich bis hier drüben. Das Ganze können wir gleich mal ausprobieren, und der hat den Tag Film 1. So, drücken wir hier drauf, wird dieser einmal gespawnt und hier unten läuft dann eine Clock, so. Diese müssen wir nachher anpassen, beziehungsweise diesen Kondensator, denn ich glaube, das reicht nicht aus, dass das Minecart einmal von hier ganz nach da hinten geklont werden kann, beziehungsweise teleportiert werden kann, und geklont wird dann die Leinwand natürlich nicht hierhin, sondern nach oben. So, ich habe hier oben auch schon was gemacht, und zwar das kleine Interface, Frame zurück, dann kann man hier das letzte Bild anschauen, dann hier Frame vorwärts, dann kann man ein neues Bild bauen, basierend auf dem letzten, und dann kann man sagen Frame speichern und dann wird das Ganze abgespeichert. Wird sich vielleicht jetzt alles noch ein bisschen schwer zu verstehen an, aber es erklärt sich nachher. Gut, wir brauchen jetzt mal die unterste Koordinate von dem hier, das habe ich jetzt mal kopiert. Mit F3 und I könnt ihr das machen, dann habt ihr nämlich dort den Block, der dort sitzt. Und wir brauchen aber nur die Koordinaten, die wir uns jetzt einmal nehmen. Packen das Ganze dann mal in das Minecart hier unten rein. Und jetzt habe ich eine Koordinate entfernt, das war aber nur eine relativ Koordinate. Raus wollte ich aus dem Command-Block noch nicht. So, und dann fügen wir das hier ein. Ach nein, das war... Was habe ich da entfernt? Irgendeins, weil das ist jetzt grün. Warum ist die Koordinate rot? Ist das nur ein Fehler? Der sagt Fehler hier. Wo liegt jetzt dein Problem? Eigentlich musst du doch noch relativ hin und dann der Rest so. Ich bin gerade ein bisschen verwirrt. Ach Moment. Bevor wir es so kompliziert machen, warum tragen wir es nicht hier ein? So. Die Koordinate ändern wir ab. Dann haben wir einmal die drei hier. Dann die drei da vorne und den oben. So, wenn wir das Ganze jetzt einmal ausführen, können wir einmal nach oben hier so durch die Decke und sehen, haha, hier ist eine Steinwand. Das heißt, das Ganze hat geklappt. Die ist auch nicht weiter, als wir wollen, denn hier ist ja das Ende der Leinwand. Hier oben soll sie aber nicht so hoch geklont werden. Da wurde jetzt, ja, seht ihr, wird jetzt auch noch was entfernt. Das heißt, ein Block weniger müssen wir, aber rechts passt es auch. Das ist super. Das heißt, das passen wir einmal an. Das müsste dann die Koordinate hier sein. Es soll nur 11 zur Seite gehen dann. Gut, das müsste damit passen. Nein, die Seite war ja richtig. 12 ist richtig, 5 ist nicht richtig, 4 nur hoch. Ja stimmt, wir gehen ja von dem Block und dann 1, 2, 3, 4 hoch und 5 hoch wäre dann die Luft. Gut, jetzt müsste das Ganze passen. Gilt einmal zu überprüfen. Zack. Ein bisschen hin und her, das ist jetzt leider ohne René ein bisschen schwerer. Ja gut, da ist jetzt noch das falsche Minecart. Okay, aber wir haben die Technik hier schon mal drin, können das jetzt wieder entfernen. Und jetzt gilt die nächste Technik. Die habe ich hier jetzt auch schon mal eingefügt und muss mal schauen, ob die jetzt schon funktioniert. Wir schauen, ob ein Minecart bzw. ein Command-Block-Minecart mit dem Tag Film an gewissen Koordinaten ist, mit einer Distanz von 0,5. Das müsst ihr immer so sehen, wenn wir einen Block angeben, dann ist es genau in der Mitte von dem Block. 0,5 wäre die Hälfte vom Block in jede Richtung. Das heißt, wir checken genau auf diesem Block, ob da ein Minecart mit dem Namen Film ist, denn hier soll es ja nichts klonen, und teleportieren es dann hierhin zurück. So, das prüfen wir jetzt einfach mal. Drücken hier auf den Button, haben jetzt ein neues Minecart. Das sollte jetzt auch wieder richtig klonen. Überprüfen wir einmal ganz schnell. So, also hier oben kann ich jetzt wieder die Decke reinsetzen. Richtig? Ja, das passt. So, Decke drin. Einmal wieder zurück in den Boden und dann hier vorne rüber. Also, jetzt einmal das Minecart hier anschieben und es sollte direkt wieder zurückkommen. Tut es nicht. Sehr gut. Dann haben wir jetzt noch was zu tun. Warum? 58, 30, 109. 58, 30, 109. Ja gut, vielleicht sollte ich 31 angeben.
Nein, vielleicht sollte ich nur 30 angeben und dann vielleicht, ja, was geben wir hier an? 1? Nein. Ist der Tag Film 1 richtig? Das können wir auch überprüfen. /killer.d. Kennen wir uns noch gut mit aus. Habe ich aus Versehen einfach jetzt mal auf Enter gemacht. Da war alles weg. Deswegen werden jetzt täglich auch Backups gemacht. So, Typ ist gleich Command Block Minecart und dann der Tag ist gleich Film 1. Ich glaube, das hat einfach noch nicht den Tag. Doch, hat es. Gut, wo liegt der Fehler hier bei dem Command? Execute. Ah, S, add E. So geht das. So, add. Ah, und dann, ja, nicht if, sondern S, add E, weil add, add S, dann führt das von dem Command-Block, führt er dann einen TP-Command-Block aus, TP-Command aus und der Command-Block kann ja nicht teleportiert werden. Das heißt, das war alles schon fast soweit richtig. Und hier müssen wir dann noch add, add S machen. So, ich weiß gar nicht, ob das wichtig ist, aber es sollte jetzt funktionieren. Schauen wir mal, schieben wir es nochmal dahin. Es funktioniert immer noch nicht. Okay, dann mache ich jetzt einmal so. Hab mir den jetzt einmal kopiert. Setze den nochmal neu hin. Und sag dann einfach run, say, hi. So, das ist ja mein typisches, wie ich das teste. Und jetzt schauen wir nochmal. Wir schauen nach einem Command-Block. Minecart bei x ist gleich, y, z ist gleich. Mit einer Distanz von 0,5. Vielleicht muss man doch 1 angeben. Ja, man muss doch 1 angeben. Okay, dann vergesst das, was ich vorhin mit dem Mittelpunkt des Blocks gesagt habe. Das stimmt dann nicht. Oder muss man 5, 1 angeben? Nö. 5, 5 könnte ich mir noch vorstellen. Nö. Dann 7, 5. Okay, 7, 5 geht. Das ist eigentlich nur eine kleine Präzisionssache. Wichtig ist nur, ja, 6, 5 geht auch nicht. Dann ist es 7. Das geht auch nicht. Okay, dann 7 und 1. 7 und 1 war es dann. Okay, ich weiß nicht wieso genau, aber naja, es funktioniert. Und dann machen wir run tp add s relativ auf diesen Achsen und dann positiv 1, glaube ich, auf der blauen. Genau, das ist der dritte. Die rote ist ja die erste, die grüne die zweite. Das seht ihr hier immer. Die erste, die zweite, die dritte. Ist dann rot die Achse, positiv oder negativ. Dort, wo sie hin zeigt, halt positiv, hier negativ. Die grüne halt auch positiv, negativ und die blaue auch positiv, negativ. Ein positiv heißt dann da eine rüber und jetzt sollte der Command auch funktionieren. So, schieben wir es da hin. Flupp. Ja, okay, das sah jetzt ein bisschen buggy aus, aber prinzipiell sollte da kein Problem mit bestehen, weil er klont ja immer nur den Bereich. Und wichtig ist, dass hier vorne das Ganze nicht aktiviert wird, da ist ja auch keine Rail. Ja gut, es hat immer die Motion, das müsste man verhindern. Wie bekommen wir das hin? Und jetzt steht es auch nur so halb. Okay, wie bekommen wir die Motion raus? Wir teleportieren es auch noch ein nach oben. Dann müsste es die Motion verlieren. Ja. Normal passiert das ja auch mit einem TP-Command, dass es da genau landet. Vom Spieler soll es eigentlich gar nicht geschoben werden, aber ich schiebe es jetzt einfach mal wirklich permanent und es landet jetzt wieder perfekt auf dem Block. Damit hätten wir das gelöst. Jetzt geht es an die Technik oben. So, und dann checken wir jetzt mal das Interface. Das habe ich hier hinten schon ein bisschen vorbereitet. Das werden wir hier auf einen Knopf drücken, wird eine Redstone-Fackel ausgemacht und hier vorne die Fackeln gehen dann an und aktivieren jeweils den passenden Command-Block. Gut, für Frame zurück sagen wir einfach tp add e. Beziehungsweise, ja doch, müsste ja gehen. Ich habe zumindest irgendwie jetzt wieder im Kopf, dass wenn ich tp.e Minecart eingebe, dass es dann zu mir teleportiert wird mit den Koordinaten. Ich habe das ganze System immer noch nicht richtig im Kopf. Naja, es müsste sein tp.e. Machen wir jetzt einfach mal nur Tag. Tag ist gleich Film 1. So genau müssen wir da eigentlich nicht sein. Genau, zu etwas oder halt relativ von sich. Einmal dann, wo wollen wir es hinhaben? Minus 1 auf der blauen Achse, weil es soll ja zurückgehen. So, und darum geht es auch hier, weil wenn es jetzt ein zurück teleportiert wird, da darf es ja eigentlich gar nicht stehen, muss es wieder zurückgebracht werden. Oh, meine Stimme versagt gerade, einen Moment.
So, da ist sie ja auch schon nicht wieder zurück. Entschuldigt dies. Wird sich vielleicht gleich beheben. Ja, jetzt. Sie fängt sich. Gut, alles klar. Also, jetzt testen wir das einfach mal. So, wir können es eigentlich gar nicht so gut alleine testen. Da bräuchten wir jetzt einen René. Aber es sieht... Ja, genau, es sieht falsch aus. Das Minecart ist verschwunden und es sollte jetzt hier oben neben uns stehen wahrscheinlich. Ne, neben dem Command-Block, genau. Hier in der Wand steht das doch, ja. Das ist nämlich das, was ich meinte. Dann habe ich es doch sogar richtig, wie es geht. Man sagt einfach execute as add e, tag 5 ist gleich 1, add as bei dem Spieler, Command-Block-Entity, dann einmal run und dann nicht summon, sondern tp, add as. So, und jetzt wird das funktionieren. Den gleichen Command schnappen wir uns, machen jetzt einmal das hier, machen jetzt einmal das hier. So, und dann haben wir das soweit und hier gehen wir halt ein bei dem vorwärts, vorwärts, also jetzt so. Und bei dem hier geben wir auch das Ganze ein, aber da sagen wir dann was anderes. Da sagen wir dann nämlich einfach nur ein Clone-Command von dem unten zu dem oben. Das heißt, wir machen das mal hier, gehen einmal hier rein und sagen dann, klone die Leinwand, beziehungsweise, ja doch, klone die Leinwand, wie sie aktuell ist. Zack. Ich merke gerade sogar, da ist ein Problem noch im System, aber darum kümmere ich mich dann in der nächsten Folge. Oh, ich habe hier die erste Koordinate gar nicht mitgenommen. So, clone von dieser Koordinate zu der Koordinate da oben. Und das Ganze zu der Koordinate dann hier unten, wo das Minecart steht. Fehler, Fehler. Ich muss es ja immer relativ zu dem Minecart klonen. Das heißt, das Minecart muss den Clone-Command ausführen. Na, das macht das Ganze wieder ein bisschen interessanter. Okay, execute as add a mit dem Tag Film 1. Das werden wir jetzt in der nächsten Zeit ein bisschen mehr sehen. Wenn wir dann nochmal mehr Filme machen, das könnt ihr auch gerne mitentscheiden in den Kommentaren. Add S, da könnt ihr übrigens auch Filmwünsche reinschreiben, wenn ihr irgendeine coole Idee habt. Ansonsten hätte ich aber auch schon was. Also execute S, add und dann sagen wir an seiner Stelle run den ganzen Clone-Command. Ach, das war jetzt der execute, den ich noch drin hatte. Den brauchen wir hier, den Clone-Command, also von dem Minecart. Füllen wir den Clone-Command aus, der sagt, klone die Leinwand. Und dann soll die Leinwand relativ zu dem Minecart geklont werden. Und zwar relativ. Und dann haben wir da positiv 2. Aber nicht auf der Achse, sondern auf der roten Achse. Die sehen wir ja hier, 1, 2. Das ist dann hier neben dieser grauen, beziehungsweise auf der grauen Linie. So, und jetzt muss ich mal schauen, ob ich diesen Fehler da drin habe, wie ich dachte, oder ob das Ganze funktioniert. Also wir haben jetzt das Minecart und können jetzt mal nach oben. Ja, da bin ich schon drin. So, und dann schauen wir mal, wenn wir jetzt vorwärts drücken, 1, 2 und 3, sollte sich das Minecart nicht nach vorne bewegt haben. Na super, warum geht das nicht? Ich wollte auch nochmal machen, eigentlich, dass dann irgendwie Terror-Commands kommen. Ich weiß nicht, wie ich das damals in meiner Welt gemacht habe, dass da immer steht Frame 1, 2, 3, damit man weiß, wo man jetzt ist, wie viele man noch hat. Später werden das ungefähr, schätze ich mal, jetzt so, ja, 30, 40 Frames so. Dazwischen irgendwie. Okay, warum funktioniert der Command nicht? Eigentlich ist das doch ein simpler Command. Na, obwohl hier sagt er teleportet. Warum sagt er jetzt hier nichts? Wann hat er das gemacht? 3.46 Uhr. Ja, es ist morgens. Am gleichen Tag der Aufnahme. Das sollte gesagt sein, aber ich kann gleich noch ein bisschen weiter schlafen. Ich hatte gestern nur keine Lust. Und wenn ich keine Lust drauf habe, dann werden die Videos auch nicht gut. Aber ihr merkt schon, es läuft heute. Wir sind jetzt bei 14 Minuten. Das heißt, ich schaue jetzt mal, dass ich das hinbekomme. Und dann kann ich auch sagen, wir haben das Interface gemacht. Das ist doch was Gutes. Also, add as, run tp add as. Ich sehe da an sich keinen Fehler. Die werden ja auch nicht doppelt aktiviert wegen den Redstone-Blöcken. Obwohl, hier geht Redstone rein. Aber leitet das dann an den weiter? 36, 48. Und dann hier 36. Ah, es leitet weiter. Okay, dann
machen wir einfach einen ganz simplen Change. Zack, 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 zack. Das macht das Ganze jetzt zwar ein bisschen größer und blöd, aber naja. Ich dachte eigentlich, so geht es, aber naja. Ich habe lange nichts mehr mit Redstone gemacht, so das gefällt mir auch nicht. Und jetzt sollten wir das Minecart nach vorne teleportieren können. Ja, mit den Frames muss ich mal sehen, ob mir da was einfällt, aber jetzt sollte das Ganze schon klappen. Also wir drücken einmal auf Frame vorwärts und dann sollten wir auch sehen, haha, es wird geklont, wenn wir Frame zurück sagen, haha, es wird geklont. Zack, zack. Und jetzt haben wir die Wolle und beim nächsten sollten wir dann Luft haben. Gut, warum ist der... Achso, der Block ist immer da. Haha, und jetzt sehen wir, ich kann hier jetzt nicht weiterbauen. Das war mein Problem. Deswegen müssen wir hier noch einfügen, dass die letzte Ebene immer ein nach vorne geklont wird mit. Das heißt, dass er sozusagen das Ganze zweimal klont. Da muss ich mir jetzt was noch überlegen, wie wir das Ganze machen. Aber naja, Leute, darum kümmern wir uns dann in der nächsten Folge. Damit ist das Interface aber soweit fertig und sollte auch funktionieren. Wir können jetzt einmal noch den anderen Knopf hier testen. Sagen jetzt einmal zurück, dann haben wir die Wolle. Dann gehen wir noch einen zurück. Dann haben wir hier Dirt. Und das ist mir auch noch ein bisschen zu langsam, das ändere ich aber selber. Dann gehen wir noch einen zurück. Und dann, genau, sollte nichts mehr passieren. Und das Minecart sollte genau dort vorne stehen. Denn wenn wir es jetzt minus 1 teleportieren, wird es von dem Command-Block zurück teleportiert. Und was dieser Command-Block macht, klären wir auch noch in der nächsten Folge. Na gut, Leute, damit würde ich sagen, wenn es euch gefallen hat, dann lasst doch einen kreativen Daumen nach oben da. Und wenn ihr nichts mehr verpassen wollt, auch ein Abo. Und dann sehen wir uns im nächsten Video.